Berliner EZF ist mir natürlich auch ein Anliegen gewesen, abgesehen davon, dass ich mittlerweile ja Wahlberlinerin bin, mache ich schon seit vielen, vielen Jahren etwas für die EZF. Wusste aber gar nicht, dass die Berliner EZF und die EZF, dass das eigentlich gar nicht ein Verein ist. Und ich bin angefragt worden, ob ich mir vorstellen könnte, ein paar Projekte zu unterstützen. Das habe ich gemacht. Ich bin um Weihnachten rum mit ein paar ganz, ganz tollen Leuten von der Berliner EZF in die Schulen gegangen. Wir haben Präservative verteilt, wir haben versucht, ein bisschen aufzuklären. Wir haben mit Jugendlichen gesprochen, das fand ich eine ganz, ganz schöne Sache. Wir haben Lesungen gemacht. Ich werde demnächst in Gefängnisse gehen, tatsächlich auch, um AIDS-Kranke dort zu treffen und auch ein bisschen zu unterstützen. Und das sind die Sachen, die für mich momentan anstehen. Und wenn immer etwas passiert, natürlich große AIDS-Gala und so, dann bin ich dabei. Respekt Games steht ja für Toleranz. Und wenn wir heute die politische Situation in Deutschland betrachten, haben wir eigentlich die Situation, dass die Intoleranz in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Wie siehst du das? Ja, ich sehe das eben genauso. Ich finde das ganz schwierig. Ich stehe manchmal da und denke, mein Gott, in den 80er Jahren habe ich ja Rosa Winkel gebastelt und bin gegen Schwulenfeindlichkeit auf die Straße gegangen. Und jetzt sind wir 30 Jahre weiter und es ist immer noch so, dass es das gibt. Und es ist mir sehr unverständlich, dass es diesen Respekt vor Menschsein nicht gibt. Denn es gibt ein Geburtsrecht und das ist einfach für jeden Menschen gleich. Wir haben Zeiten gehabt, wo es um Emanzipation ging natürlich, gerade für uns Frauen. Ich bin nie Emanze gewesen, habe ich auch immer ganz ehrlich gesagt. Aber das, was Menschsein ist, das muss einfach doch da sein und dafür muss es doch Toleranz geben. Und ich bin einfach immer jemand gewesen, der gesagt hat, ihr müsst aufstehen, wenn ihr etwas ändern wollt. Und dabei bleibe ich. Wegsehen gilt nicht. Man muss hinsehen, man muss Nein sagen. Man muss Nein sagen zu Dingen, die man nicht mag. Und wenn man Ungerechtigkeit sieht, dann muss man vielleicht auch helfen. Wir haben ganz viele Momente, auch gerade in den letzten Monaten und Jahren gesehen, wo es Übergriffe gab, gerade gegen Homosexuelle, aber auch andere Übergriffe. Menschen sind einfach vorbeigegangen, haben nicht geholfen und das kann ich nicht so ganz verstehen. Deswegen arbeite ich weiter daran und halte mein Gesicht dafür hin und gebe meine Stimme dafür, dass es Respekt gibt und deswegen bin ich auch heute hier. Wenn du einen Wunsch frei hättest, in welche Richtung sollte sich diese Gesellschaft hier entwickeln? Ja, es hat wirklich mit Toleranz und Respekt zu tun und ich wünsche mir, dass es wieder etwas Traditionelles gibt, also dass Jugendliche nicht glauben, dass sie sich mit den Fäusten wehren müssen, sondern dass sie auch wieder ihr Köpfchen einsetzen und dass Menschen Hand in Hand auf diesem Planeten leben. Das würde ich mir wünschen. Ich bedanke mich. Gerne. Viel Spaß. Gerne.